Ebenso geschätzter Franz Ludwig. Als Vertreter des Hauses von Schönau ist es mir eine besondere Ehre, euch die Blume aus unserem Haus zu überreichen. Nehmt als eure Gattin unsere zarte und liebreiche Mary Agnes von Schönau. Möge sie euch eine getreue und verständige Gattin sein und möget ihr euch, hochverehrter und ebenso geschätzter Franz Ludwig, der lieblichen Mary Agnes in tätiger Liebe zuwenden. In tätiger Liebe zuwenden. Euer Bund sei von einem reichen Kindersegen beglückt. So schneidet doch auf, mein Geschätzter. Hochwürdig, Oheim. Ich werde aufschneiden. Ah! Die Taube verkündet Land, dem auf den Wüsteneien des Meeres irrenden. Sie bringt Frieden und wo Frieden herrscht, gedeiht auch der Wohlstand. Mein lieber Franz Ludwig, so schaut doch nach, ob die Taube nicht etwa schon Eier gelegt hat. Hochwürdige Oheim, die Zeit, als ich auf Bäume und Essige kletterte, um Vogelnester auszunehmen, ist vorbei. Und die Zeit, in der ich in fremden Nestern nach etwas Rundem, Warmem suche, ist noch nicht gekommen. Respektive, sie möge gar nicht kommen. Dennoch werde ich mich gerne ihrem Willen beugen und einen herzhaften Griff in dieses teigige Nest tun. Ihr beschämt mich, Oheim. Kein Wort, ich bitte euch. Wir sind es, die zu danken haben, denn unser Haus wird durch die Verbindung mit dem von Rosen doppelt bereichert und dreifach geehrt. Mein Lieber, ach so teuer Oheim, übermittelt dem hochlöblichen Hause von Schönau meinen und der ganzen Familie von Roll tief empfundenen Dank. Doch nun, liebe Freunde, lasst uns weiter feiern. Danke, Domini Padre Pius. Amen.
Was willst du? Gnädiger Herr, seid gegrüßt. Ja, und? Wir bitten um die Erlaubnis, euch... Du weißt, dass ich als Anlass meine Verehelichung... ...euch und eure Gattin zu Hochzeit... ...Anrecht auf eine Sonderabgabe habe. Unsere untertänigste Brücke... Selbstverständlich kommt es nicht in Betracht, dass ich die Bauern darum bitte. Glückwünsche zu überreichen. Deshalb nur die Frage, sind die Abgaben schon geleistet worden? Aber sicher, gnädiger Herr Baron, voller Freude. Ja und? Was willst du noch? Wir wollen euch etwas vorführen und wollen euch und eurer Gattin und euren Gästen auf diese Art zeigen, dass wir uns mit euch über eure Hochzeit freuen. Mein lieber Von Roll, das kommt doch wohl kaum in Frage. My darling husband, I ask you, please, let the farmers perform. Geschätzte Oheim, was können wir Männer dagegen halten, wenn die holde Weiblichkeit um etwas bittet? Dann beginnt in Gottes Namen. Rum, rum, rum! Es rollt das runde Rad! Wer das Rad gebrauchen kann, der ist ein starker Mann! Rum, rum, rum! Es rollt das runde Rad! Wer das Rad als Zeichen hat, der ist ein edler Mann! Das ist gut, mein lieber Von Roll. Alle Welt erkennt, in eurer Herrschaft rollt es wie geschmiert. Seht her zu mir! Ich bin ein Stier! Der Stier hat nebst Kraft auch Verstand. Ich spiele den Stier in diesem Theater, denn ich bin der Von Roll, Stammvater. My good Taurus, besides the things you've said you've done, tell me your life, your sadness, your fun. My dear lady, beschämt knie ich hier. Er weiß es nicht, der gute Uri Stier. Ich bin Von Roll der Zweite und reise in die Weite. In Klingnau war ich Obervogt, jawohl, bis das Städtchen niederbrannte, Zoll für Zoll. Als Ärzte trete ich auf und setze noch eins drauf. Denn eines lobt man sehr an mir, das ist meine Raffgier. So, die unbeschämter Bursche! So, lasst ihn doch, mein lieber Von Roll. Es ist ja nur ein Spiel. Schaut. Ich bin die Von Roll Nummer 3. Bin ein Kaninchen und kann allerlei. Ich heiße Karl Emanuel und eines kann ich ziemlich schnell. Das, was ein Kaninchen kann und jeder rechte Von Roll Mann. Deshalb habe ich so viele Kinder. Es reiht sich wahrlich. Grind an Grinde. Es rollt und rollt und rollt die Zeit. Und nun nach der Vergangenheit tun wir einen Blick in die Zukunft wagen. Doch niemand kann es wirklich sagen, wie es einmal kommen wird. Denn keiner macht die Rechnung ohne den Wirt. Aus meiner Brust tropft Güte. Mein Bauch ist das Nestli von der Bescheidenheit. Mein Herz ist ein Zuckerballen. So voller Liebe ist es. Mit einem Wort, ich bin Tugend und unter meinem Rock schütze und schirme ich die edlen Herren von Roll im Kampf gegen die Laster. Weib, danke für dein Angebot. Aber ich habe mir die Tugend etwas bescheidener vorgestellt. Vor allem etwas schlanker und jugendlicher. Nein, Herr, mit Verlaub. Da habt ihr ganz und gar nicht recht. Ein rankes, gärtenschlankes und geschmeidig Weib. Das verführt nur zur Sünde. Seht euch unser Spiel an, dann wisst ihr's. Ah! Ich bin der Leut. Der Leut, das Zeichen vom Stolz. Wer will neben mir bestehen? Ich bin so stolz, dass ich alles zusammenschlage. Leut, pass auf! Wer bist du? Du grusiges Weib. Und vor allem schnell in die Hose seicht. Komm doch her, du Plagöri, du. Dann wollen wir schauen, wer hier in die Hose seicht. Wer wagt es so, mit dem stolzen Leut zu sprechen? Herr, das ist mein Einsatz. Wer wagt es so, mit stolzen Leuten zu reden? Liebes, Tugend! Mein Stolz ist so glänzend, meine Neukraft so prächtig, dass ich nie Schätze habe. Ich bin Bärenfrau, voll Haar, doch stark und schön. Schlange schlängelt sich voll Spaß, voll Lust zu Lust. Ihr kommt kein
Amildus Angst in Adler. Ich bin Sau, bin schön. Und jede Sau kennt mich. Ich bin Tondefrau. Und jeder hat mich gern. Ich gebe allen Leuten, was sie schon immer wollen. Und ihre Schnelle. Ich glaube, die gesamte Liebe. Also, liebe Abel, gibt es in Himmel. Ich gebe dir recht an den Himmel. Es ist mir wohl, wer den ganzen Tag nur krampfen kann und will. Was man mir befehlt, das mache ich auf der Stelle. Nie brauche ich als Hund den eigenen Willen zu haben. Der, der beides nimmt, den mache ich zum Baron. Was ich bringe, ist Unzucht und auch Völlerei. Wenn ich da mir das Paradies erkaufen kann. Weiss halt nicht, was Leben voller Faulheit. Doch ich zahle einen Preis und das ist Traurigkeit. Ach, was seid ihr doch für jämmerliche Tiere? Wenn ihr etwas seht, dann kommen wir doch hierher. Jawohl, runter mit euch, los! Zeig's diesem fetten Weibe! Ja. Der Donum Funke stolz im Rand sagt, komm mit mir, Leute, und zeig's dem fetten Weib! Mir wird ganz wabbelig ums Herz. Du erbrichtest du einen Schlag und dich ein Ding! Du erwichtest du einen Bock und dich ein Ding! Du erwichtest du einen Bock und dich ein Kratz! Ich, Frau Tugend, nicht besiegt und doch auch kein Erfolg. Welt, wie zeigst du dich? Alles weg! Stolid besiegt am Boden, Schlangwil in Person. Gunde hat in unserem Spiel das, was unser Adel ziert. Bravo! Oh!
Fleisch! Lieber Fleisch! Was ist trocken? Wanderknochen! Ho, ho! Ho, ho! Und noch eins! Und der Kreis! Was ist gut? Pure gut! Was ist schlecht? Alles dran! Was ist rund? Alle rund! Ho, ho! Ho, ho! Ziehen jetzt! Wir ziehen! Vorwärts! Rückwärts! Was muss flüssen? Schweiß muss flüssen! Was muss kochen? Blut muss kochen! Ho, ho! Ho, ho! Und noch eins! Und der Kreis! Was ist gut? Pure gut! Was ist schlecht? Alles dran! Was ist rund? Alle rund! Schöne Stage! Schöne Stage! Stage, da geht es rechts aus. Da geht kein Haus, da geht ein Schloss. Aber einen schönen Ausblick auf den Rhein. Hey, bis in den Schwarzwald rüber siehst. Ja, die dummen Siechen da aussen. Haben wir immer Krieg? Haben wir es besser? Habt ihr euch beklagen? Könnt ihr mal ein Schloss bauen? Schaut mal, wie das wird. Ja, du musst es aber mitmachen. Ja, wenn sie es sehen. Erlaubt ihr euch? Ihr habt das Bauernpack. Was sucht ihr hier, ihr Ochsenköpfe? Dieses Haus sei das Zeichen meiner Präsenz hier in Bernau. Dies ist meine Herrschaft. Gnädiger Herr, wir können das Schloss bauen. Lasst euch Flügel wachsen an euren blöden Köpfen. Komm, 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 komm
Ja, kann du dich abputzen? Du kannst auch die Tür abnehmen. Hat es so gefehlt? Aber. Nein. Mit? Most? Hä? Most? Most wegmachen. Dorlips. Wind. Umbriechen. Was trägt man? Ein Most, aber ein großer. Most. So. Wer? Die Karte. Machen wir noch nicht aus, oder? Ist mein Bauer oder mein Wurm? Nein? Ja. Es geht ihn kennen? Bein kriechen durch den Dreck, auf Beinen wird rumtrampeln. Was ist? Der schlechte Keiben wird über meine Weiz nicht mehr gemacht. Es ist gar nicht lustig. Es ist traurig. Es ist sogar immer traurig. Wir werden versächelt und vertrampelt, aus wo geht. Wenn es nicht geht, werden wir erst recht versäckelt und vertrampelt. Also ist es nämlich. Es ist zum Latschen. Du, was noch zu Eisen? Du bist jetzt auch noch können. Wie es weitergeht, weiss ich auch noch nicht. Und was mit deinen Kind? Wir haben es klein. Und er? Es sieht etwa überall gleich aus. Im Bossenhaus oben gibt es zwei. Die haben den letzten zu Eisen nicht mehr gezahlt. Wer? Das Hafners und das Besetzers. Ja, und denn? Ja, ich weiß nicht, aber da wollte sich der Rolli kaum gefallen. Wo? Haben sich halt auch verschuldet. Haus und Stall aufbaut mit fremdem Geld. Ja, nur was selber erwerben, das ist schon Bestand. Was heißt es? Das fremde Geld war vor ein paar Jahren eben noch billig. Für uns das Ganze gibt es einen Haufen Geld, die den Buckel voll Schulden haben. Ja, in der Wut gibt der Rolli, kann ich euch sagen. Das ist unser alter Wald klappen, der echte Gegend. Wo kommt denn der Baron dafür, dass die Schuldzinsen immer so verrückt steigen? Ja, denen unten geht es dreckig, einverstanden. Und wenn es jemandem dreckig geht, geht es jemand anderem gut. Und zu denen gehört der Rolli.
Vielleicht hast du recht. Aber Schweizerdeutsch. Norik, alles erlauben. Schau da an den Stäubli. Oh, kommt doch. Bitte etwas. Ja, vom Gleichen. Ja, mach den Most weg. Wie geht's in der Mühle? Danke, schlecht. Gern prozessieren. Oh. Aha, erzähl. Ihr wisst, jeder Bauer kann meine Mühle kommen. Oder nicht? Aber dem, der kommt, dem alles kommt recht billig. Ja. Wer behauptet etwas anderes? Hey, warum? Ja, der Rolli Rolli. Ja, der Rolli Rolli. Er hat vor der österreichischen Regierung einen Brief geschrieben. Ich zwinge die Bauern bei mir mal zu lassen. Zum Schaden der Bauern. Und lässt dich auch zu ihm zum Schaden. Ja, leck dich ein. Ja, und jetzt? Er hat eine Flussmühle gekauft. Und stellt sie gerade auf im Rhein und an seinem Schloss. Ja. Da unten kommt die an. Ja. Er sieht noch nichts. Eben, ich bin am Prozessieren. Ich habe eine Beschwerde eingereicht gegen den Baron von Freiburg. Ich habe nicht das Recht, einfach eine Mühle in den Rhein zu stellen. Der Rhein gehört nämlich nicht rein. Und zwar, wenn er ein Leibstrick Glücksbruch hat, dann muss er mal. Nobig, guck. Nobig, Herr. Was darf sie, meine Herren? Ja, wie vom Besten. Braten eingemacht, Frust, die wir haben, aber nur vom Besten. Und so viel, wie wir mögen. Es ist gleich, was kostet. Ja, selbstverständlich, meine Herren. Ich hätte hier im Keller noch einen lieblichen Elsasser, wenn das recht wäre. Wenn der Elsasser auch wirklich aus dem Elsass kommt. Selbstverständlich, meine Herren. Sie könnten ja zuerst probieren. Hä? Dann hätten wir noch einen schönen, sauren Braten. Den könnte ich mit gutem Gewissen empfehlen. Schweig mal. Dann hätten wir noch einen Kümmelragout. Wild. Wildgut und Zucknix. Sei ruhig sein. Dann haben wir natürlich selbstverständlich auch frischen Fisch. Salm und Karanen. Schinken. Ist jetzt ruhig. Und zur Vorspeise hätte ich dann noch die rosa-rote Schinken. Vorsichtig geräuchert und dazu ein kleines Pastetchen. Am liebsten vor allem, aber nicht klein, lieber gross. Und zum Nachtisch. Sei ruhig sein. Hätte ich dann noch im Rotwein eingelegt und mit Nägel gepickte Zimtbirli. Oh, je mehr, desto besser. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier, essen und trinken. Wenn wir nicht mögen, rühren wir zum Fest raus. Selbstverständlich. Dann fangen wir mit der Vorspeise an. Machen wir. Wenn schaffst du es weg? Jetzt hier den Herren. Oh, zum Morgen, Herren. Machen wir fast es weg. Was sind da für ein Zweck? Ihr seid neu da! Am Arsch ja, sind wir recht hungrig. Das gehört zu unserem Amt. Ja, wie muss man das verstehen? Ja, wir sind vom Herrn Baron beauftragt. So, und für was, wenn wir da fragen? Mit Liebe für Entschuldigung. Und da dabei wird man so reich. Was heißt so reich? Wir zahlen ja gar nichts. Ja, wer denn? Die Bauern, die ihre Schulden noch nicht gezahlt haben. Jetzt zum Beispiel zwei vom Bussenhaus. Ja, Safners und Besetzers. Genau, die zwei. Ja, wir sind bei denen und haben sie gefragt, ob sie zahlen wollen. Und da haben sie Nein gesagt. Natürlich haben sie Nein gesagt. Was Gott das euch sagt. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier, essen und trinken, bis die ihre Schulden und unsere Rechnung gezahlt haben. Was? Ach, halt, pass auf! Ihr esset und trinket auf Kosten von ein paar armen Schluckern. Ihr seid Gieslifresser! Setz ab! Habt ihr's noch auf den Ton? So, die Herren! Wenn Gieslifresser wollen fressen und zaufen, dann sollen sie das Ding machen, wo zu euren gehören! Am Boden, im Dreck! Was sagst du dir? Wir sind hier im Auftrag von Herrn Baron von Roll! Fressen und zaufen! Und warm hat den Kanon! Und das alte Brünnli kosten! Das könnt ihr haben! Und zwar sofort! Und so viel, wenn ihr wollt! Ihr seid Der ist noch nicht selber der Grenze! Schau, Hartung!
Und? Habt ihr endlich herausgefunden, wer meine beiden Schulertreiber misshandelt hat? Noch nicht, Herr Baron. Die Schulertreiber müssen doch beschreiben können, wer sie angegriffen hat. Eben nicht. Jeder hat etwas anderes erzählt. Die haben nicht einmal können sagen, wie viele das gewesen sind. Hol sie hierher. Ich will selber mit ihnen sprechen. Sie sind schon gegangen. Was heißt schon gegangen? Was wieder einigermaßen beieinander gewesen sind, haben wir mit ihnen geredet. Aber wie schon gesagt, sie haben nichts Gescheites gewusst. Dann haben wir ihnen etwas zu essen gegeben und dann haben sie gesagt, sie gehen jetzt. Mein Gott, was ist mit dem Wirt? Diese Banditen waren ja seine Gäste. Es waren 5 gewesen, der 6. sind noch dazugekommen. Aber er kenne die Leute nicht. Es sind niemand von hier. Die waren noch nie in seiner Wirtschaft gewesen. Mein Gott, kann man dem Wirt denn trauen? Aber sicher, er war es ja, der uns alarmiert hat. Ich muss und ich werde die Schuldigen finden. Wer meine Beauftragten beleidigt, beleidigt mich. Was gibt's? Freiburg hat geschrieben, in der Angelegenheit Flussmühle. Ja, und? Der Müller-Stäublin hat Recht bekommen. Das darf nicht wahr sein. Zeig her! Da, lies vor. Hochlöblich geschätzter Freiherr von Roll. Die Eingabe des Müllers Stäublin Franz von Leibstadt vollumfänglich gut geheißen. Auf ihr Gesuch um Errichtung einer Flussmühle im Rhein unterhalb des Schlosses Bernau nicht eintreten zu können. Das darf doch nicht wahr sein. Wer hat den Blödsinn unterschrieben? Brügler, vorderösterreichischer Regimentsadvokat. Brügler, diesen elenden Hundsfott. Brügeln werde ich ihn, bis dass er nicht mehr schreiben kann. Gib her! Da! Nimm den Wisch! Und heb ihn auf oder wirf ihn fort! Was stehst du noch da? Gnädiger Herr, was soll ich nun tun? Verschwinden! Und du auch! Nein, du nicht! Und ihr werdet nun handeln! Ihr verhaftet gleich jetzt diese Bauern! Zudem legt ihr alle Männer von Gangsingen in Eisen. Ich werde jetzt aufräumen. Der Aufruhr wird gleich im Keim erstickt. Jedem Einzelnen werde ich nachweisen, dass er irgendwo irgendetwas nicht vollumfänglich bezahlt hat. Und dann lasse ich sie im Gefängnis. Macht denn! Bescheidenheit in den
daraus. Ludovic, der Sonnenkönig, aller Welten Leitgestirn. Über Leubstein Ganzig galt der Bürenloch und Schwederloch. Herrscht der Freiherr Johann Walter. Quoi soleil en miniature. Und zur Triumphellerei schlagen Menschen in den Bann. Keuschheit und Bescheidenheit ehren den wahren Rittersmann. Nass zu vergnügen, zu räkeln, zu planschen, zu spritzen. Ach, wunderbar, wunderbar. Gell-Odeur, wie ich es liebe. Das Leben ist schön. Weißt du das, meine Thymian? Duftende Paula? Ich will, dass meine Untertanen die Schönheit des Lebens erkennen. Du hingegen, mein liebes Apfel, zeigst und schenkst mir die Schönheit des Lebens. Dein Leib, liebste Agathe, ist schmiegsam, sanft, weich, kühl und heiß. Ah, oh, Prudencio, Paolo, oh, meine Stirn, oh, bedarf dringend einer Massage. Oh, oh, so ist es gut. Agathe, du Sanftheutige, meine Zunge ist vom Reden ganz trocken. Lass Tau herabregen. Ah, danke, mein Marzipanmohn. Ah, mein wackerer Schreiber, was wünschst du? Allerwährigste und allerheiligste Herr, verzeiht, dass ich störe. Aber nein, mein wackerer Schreiber, du störst nicht. Sprich. Allerwährigste und allerheiligste Herr, euer Herr Schwager, der allerhochwürdigste Bischof von Basel, hat euch seinen Besuch angekündigt. Und wann wird er kommen? Im Juli, kommenden Sommers. Ja, wir werden ihm ein Fest bereiten. Oh, oh, Clemenza, Paolo, oh, meine Schultern, oh, fühlen sich etwas kalt und steif. Oh, oh. Ja, wir werden ihm ein glänzendes Fest bereiten. Mein wackerer Schreiber, was schlägst du vor? Vielleicht lässt er ihn einmal mit Gespielinnen baden. Aber nein, mein wackerer Schreiber. Er mag Frauen nicht. Aber mein wackerer Schreiber, du zitterst ja vor Kälte. Komm, stürze dich in die Wärme unseres Bades. Ein Bischof, mein wackerer Schreiber, gelistet nach Klarem. Wir veranstalten zu Ehren des Bischofs eine Schlittenfahrt. Ah, Clemenza, Paula, lass den Apfel wackern. Er hat zu arbeiten. Komm zu mir. Streichel mich. Ah, kraul mich. Ah.
Freitreppe werden wir unseren bischöflichen Verwandten begrüßen. Meine liebe Gattin, ich hoffe, deine zarte Konstitution erträgt diese sommerliche Hitze. Durchaus. Du weißt, mein lieber Gatte, Frauen sind stärker, als es scheint. Und vielmals stärker als wir Männer. Wie recht du doch hast, meine liebe Gattin. So, dann wollen wir mal. Franz Konrad Anton Ignaz Josef, stell dich hier. Wie heißt er? Karl Hartmann Ignaz Xaver. Karl Hartmann Ignaz Xaver. Schau nicht so grimmig, sei etwas Heiteres bitte daneben. Wie heißt er? Johann Baptist Friedrich Xaver. Johann Baptist Friedrich Xaver, stell dich hier hin. Wie heißt der? Johann Josef Anton Xaver Fidelis. Johann Josef Fidelis Anton Xaver. Johann Josef Xaver Fidelis. Johann Fidelis Anton. Johann Josef Xaver Fidelis. Ja, ist ja gleich. Stell dich hier. Wie heißt der? Servatius Ignaz Xaver Fidelis. Servatius Ignaz Xaver Fidelis. Stell dich hierher. Fridolin Ludwig Franz Xaver. Fridolin Ludwig Franz Xaver. Stell dich hierher. So. Mein lieber Gatte, was ist mit den Mädchen? Ach, die lassen wir im Hause drin. Und nun, meine liebe Gattin, zwischen uns wird sich der Bischof befinden.
Schreiber. Sehr wohl, allergnädigster und allerheiligster Herr. Meine geschätzten Söhne, meine liebe Gattin, verharrt. Ah, unser hochweisester und hochwürdigster Bischof, er lebe hoch, hoch, hoch. Wie freue ich mich, mein lieber Bischof, dich in meinem Haus begrüßen zu dürfen. Meinem Äußern entnehme ich, dass du gut gereist als auch glücklich bist. Mein hochgeschätzter und lieber Hans Walter. Meine hochgeschätzte und verständige Maria Ursula. Liebe von Rolsche Söhne. Ja, stramme Kerle, schön gewachsen, wuchtige Muskeln, herzerfreuend, ganz herzerfreuend. Mein Glückwunsch, liebe von Rolsche Eheleute. Danke, mein bischöflicher Verwandter, danke. Doch darf ich dich jetzt bitten, dich zwischen meine liebe Gattin und meine Person zu stellen. Schreiber? Warum? Meine Lieben, verharrt! Genug! Und nun, mein lieber Bischof, möchte ich dich zu einem ganz besonderen Vergnügen einladen. Ja, da freue ich mich aber sehr. Was wird es denn wohl sein? Ich muss es dir verraten. Wir veranstalten eine Schlittenfahrt. Aha, eine Schlittenfahrt? Da staunt er. Schaut mal, wie er staunt. Jawohl, wir veranstalten eine Schlittenfahrt mitten im Sommer. Thank you.
Kriegsangelegenheiten eine wertvolle Stütze. Meine werteste und hochlöblichste Fürstin, Sie wissen, wie sehr ich Ihre Beachtung, die Sie meinen geringen Diensten entgegenbrachten, zu schätzen weiß. Gerade das schätze ich an Ihnen, dass Sie wissen, dass ich zu schätzen weiß, was an Ihnen zu schätzen ist. Wenn man etwas an Ihnen rügen wollte, obwohl an Ihnen nichts zu rügen ist, dann ist das, sagen Sie mir meine Offenheit, eine gewisse Steifheit in Ihrem Benehmen. Ich glaube, Sie sind ein geiziger Mensch. Ich bemühte mich stets in meiner Verwaltungstätigkeit, Ihren Vorteil, Fürstin, konsequent zu verfolgen. Das weiß ich, mein lieber von Roll. Und ich weiß auch, dass es gegen Ihre Ehre verstieße, auf Kosten anderer großzügig zu sein. Gerade weil ich eine so hohe Meinung von Ihnen habe, erlaubte ich mir diese Bemerkung. Sie war als Scherz gemeint. Ich bitte Sie, vergessen Sie sie. Erlauben Sie mir, Ihre Bemerkung als mütterlichen Rat anzunehmen, nämlich als Ermahnung, den Fallstricken der Engherzigkeit auszuweichen. Was werden Sie tun, wenn Sie wieder in Ihrer Heimatstadt sind? Wie heißt die Stadt schon wieder? Warum? Leibstadt, Fürstin. Aber es ist ein Dorf. Ich werde mich der Verwaltung des väterlichen Besitzes widmen. Da werden Sie sicher Ihre Nummernverwaltung anwenden. Ganz bestimmt, Fürstin. Ich habe auch schon Pläne, mein System zu verfeinern. Wie Sie wissen, ist jedem Untertan eine eigene Nummer zugeordnet, die sich aus mehreren Zahlen zusammensetzt. Die Nummern erlauben mir sofort Querbezüge herzustellen. Querbezüge? Gestatten Sie mir ein Beispiel vorzutragen. Ein beliebiger Bauer gibt an, von seinem Vater so und so viel Schulden und so viel Guthaben geerbt zu haben. Sein Bruder nennt ebenfalls bestimmte Beträge und so weiter. Ich höre mir die Aussagen der Brüder an, ziehe die Liste ihres Vaters, ihres Großvaters und so weiter herbei und vergleiche. Siehe da, die Brüder haben mir zu große Schulden genannt, um ihren Steuerbetrag zu drücken. Doch ich weise ihnen ihre Lüge sofort mit kleinstem Aufwand nach. Natürlich lassen sich die Bögen für weiteres verwenden. Ich denke an Eintragungen über Strafen, Trunksucht, Erbkrankheiten, körperliche Auffälligkeiten und Missbildungen, Tatenlosigkeit und Aggressivität. Ich werde es nicht bei den Eintragungen belassen, sondern... Interessant, Baron. Und nun? Reisen Sie also nach Hause zu Ihrem kranken Vater? Mit Ihrer Erlaubnis, Fürstin. Ich hoffe, meinen Vater noch lebend anzutreffen. Man schrieb mir, er sei bis vor wenigen Tagen noch recht munter gewesen. Doch nun geht es ihm plötzlich sehr schlecht. Dann darf ich Sie nicht länger aufhalten. Während Sie reisen, denken Sie daran, dass meine Gedanken bei Ihnen und Ihrem kranken Vater sind. Möge es Ihnen beiden vergönnt sein, sich noch einmal in die Arme schließen und Lebewohl sagen zu dürfen. Und nun gehen Sie mit meinen besten Wünschen. Hier liegt begraben der Freireichshochwohlgeborene Herr, Herr Johann Walter Freiherr von Roll, Herr der Herrschaft Bernau und Gansingertal, der römischen, kaiserlichen und königlichen katholischen Majestät Regierungsrat. Katholischen Majestät Regierungsrat. Seines Alters 84 Jahre, und hat in Gottwohl resignierter den 10. Januar anno 1730 dieses Zeitliche mit dem Ewigen vertauscht, der abgeteilten Seele verleihe Gott die ewige Ruhe und Seligkeit. Amen. Ich komme zu spät, geschätzter Vater. So ist es mir nicht mehr vergönnt, euren väterlichen Segen empfangen zu dürfen.
Sie an, der Schreiber. Ich sah Sie kommen, sehr verehrter Herr, und eilte mich, Sie zu begrüßen. Aber ich sehe, Sie sind in Trauer und möchte nicht stören. Verzeihen Sie, ich ziehe mich zurück. Aber nein, Schreiber, bleib. Oder vielmehr. Lass uns zusammen zum Schloss gehen. Erzähl mir von meinem Vater. Wie starb er? Wie nahm er es, dass ich nicht bei ihm war? Sie kennen ja Ihren geschätzten Herrn Vater. Er war, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, ein großartiger Aristokrat. Und so starb er auch. Deshalb sah ich ihn nicht mehr. Daran dachte ich nicht bei meiner Bemerkung. Verzeihen Sie, sehr verehrter Herr. Sprach er über mich? Beklagte er sich, dass ich nicht an seinem Sterbebett harrte? Er beauftragte Ihren älteren Bruder, Ihnen mitzuteilen, wie sehr er sich freue, dass Sie die Herrschaft in Bernau übernehmen würden. Wie war das Begräbnis? Waren viele Trauergäste da? Ach, das Begräbnis war Ihres Herrn Vaters würdig. So viele Trauergäste haben sich eingefunden. Und alle wurden verköstigt, nehme ich an. Und die Auslagen sind bezahlt? Jawohl, zumindest zum größten Teil. Mit einigen Lieferanten sind wir noch in Verhandlung. Aber es ist kein Geld mehr da. Ich mag's nicht warten, bis du zeisen. Ich find's eine Sauerei, dass man uns hier warten lässt. Jetzt, wo wir das Viertel voll Arbeit haben. Ja, du sagst es. Wir müssen so viel bringen, dass wir das Zweite kommen müssen. Ja, aber erst wenigstens aus der Nähe. Unser Reiz muss extra von Schwatterl und Ruhe kommen, verdoppelt den ganzen Tag. Schau da, der Katzenbubenvögel von Schwatterl ist auch noch da. Wegen Salambitzeli hättest du auch die Frau in denen müssen mitnehmen müssen. Sicher nicht du! Hör, kannst du die Schwatterl? Sie geht doch gerne zum Dorf aus. Aha! Ja,
dann können wir doch noch und dann noch zu mir in die Klammer oben eins ziehen. Da wird er passen. Ja, beginnen wir! Meier, Johannes, Zöllbauer, Leubsten. Vier Mütter Kerne, 26 Mütter Rocken, 4 Mütter Hafer, 4 Pfund, 40 Schilling Geld, 2 Hühner, 30 Eier. Untertänigst, Herr Baron! Untertänigst, Herr Baron! Die Eier sind nicht mehr frisch genug, einige sind alt. Aber Herr Baron! Ich verlange frische Eier. Meier macht ein mit Kernen mehr. Hat er das gleich zur Stelle? Nein, ich habe nur das dabei, was ich abliefern muss. Das verstehe ich. Er bezahlt einfach das nächste Mal. Schreiber, notiere für den Meier 1,5 mit Kernen passiv. Meier, er kann gehen. Weg! Weg! Sieh es mir nicht, du! Heidre, sieh es mir nicht, du! Tanz mich mal! Andere gesehen! Der nächste! Winkel Mattis, Klebisich, Leubsten. 12 mit Rocken, 12 mit Hafer, 1 Pfund Wachs, 10 Schilling Tavernengeld, 12 Schilling fürs Wässerungsrecht, 12 Schilling umgerechnet für die Waldjutte. Untertänigst, Herr Baron! Winkler, ich monierte beim letzten Zinstag, dass sich das Dach der Taverne in einem schlechten Zustand befindet. Hat er es im Laufe des verflossenen Jahres renoviert? Nein, Herr Baron! Gut, ich lasse es reparieren. Das Tavernengeld wird ab dem nächsten Zinstag entsprechend angehoben. Ist er damit einverstanden? Ja, Herr Baron! Er kann gehen. Schreiber, vermerke es. Halt den Uber! Der nächste! Knecht Hans, Gleise, Leubsten. 12 mit Rocken Zins. 1 Pfund Geld. 2 Hühner. 5 Kilo Pony. Herr Baron, also Hühner und Pony kann ich kennen. Hat er ein Äquivalent? Meine Frau war in dem Jahr krank und letzte Woche gestorben. Ich weiß, Knecht. Wenn seine Frau stirbt, bekomme ich als Grundherr weder das beste Haupt noch das beste Gewand. Deshalb muss ich mir streng genommen den Tod seiner Frau auch gar nicht melden. Schreiber, wenn ich mich recht erinnere, haben wir den Tod des Knechtenweibes dennoch festgehalten. Jawohl, sehr verehrter Herr. Ich habe darum schon lange kein Hühner und Ding bei mir. Hättest du wollen besorgen? Ihr braucht keine eigenen zu haben. Es genügt, wenn ihr die Abgaben vorschriftsgemäß leistet. Herr Baron, ich habe meine Frau während ihrer ganzen Lebenszeit verlegt. Wie kommt zum Arbeiten gekommen? Kein Schwanz haben wir geholfen auf dem Feld. Ja, ich habe ganz schlechte Ehren gehabt. Ja, ja, Knecht, aber wenn er keine Hühner und Honig hier hat, muss er die Abgabe in einer anderen Form leisten. Zum Beispiel mit Geld. Ja, ich kann nichts mehr. An der Heime nicht. Herr Baron, ich habe eine Idee. Erlehmen wir doch die Abgabe. Und geben wir die mal wieder mit. Er will alles wieder mitnehmen. Ja, ich kann mir nichts Schönes vorstellen. Also gut, Knecht, höre er. Er soll möglichst schnell wieder heiraten. Die Abgabenpflicht wird aufgeschoben bis zum nächsten Termin und dann vergütet mitsamt dem Verzug. Ja, das heißt, dass ich die Abgabe von dem Jahr gleich muss leisten. Er hat die Möglichkeit, jetzt zu leisten oder zu den von mir genannten Bedingungen. Was will er? Ja, dann das nächste Mal. Hast du es festgehalten, Schreiber? Das nächste Mal. Gewiss, sehr verehrter Herr. Herr Baron. Aber ob ich das nächste Mal will zahlen, das weiß ich heute nicht. Der nächste. Karl Glänzi, Seifensüders, Leubsten. 12 Meter trocken Zins. 4 Meter trocken Schuld. 1 Pfund Geld. 2 Hühner. 50 Eier. Sind die Eier frisch, kalt? Hey. Sicher, Herr Baron, ich habe sie heute frisch auf eurem Gutshof gekauft.
Das bedeutet, dass er allen seinen Verbindlichkeiten nachgekommen ist. Ich schaue sie nur nicht, Herr Baron. Das sagte ich soeben. Der kann gehen. Und im Sacken hat es noch mal Spreu gehabt. Schreiber, lass die bisher geleisteten Naturalgaben in die Scheune bringen. Ich gehe etwas trinken und fahre danach fort. Hey, Herr Dom. Packen die Säcke und fahren Sie in die 10. Schür. Weißt du, hilft niemand. Sag mir's doch. Ja, sag's du. Hey, Schreiber, früher haben wir beim Zeisen noch einen guten Schock Wein, Brot und Käse bekommen. Ja. Ja. Wenn wir das bekommen, dann helfen wir gern, oder? Ja. Das kann ich also nicht machen. Es muss jetzt halt gespart werden auf dem Schloss. Tut uns leid, dann können wir es eben auch nicht machen. Wir müssen darum jetzt eben auch sparen. Es geht dir gut. Von mir
kann ich nur das Beste berichten. Nur das Beste berichten? Es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Und er kommt den nächsten Tag heim. Er kommt heim. Und es geht ihm gut. Herr Baron, dürfen Sie schnell bitten? Herr Baron, dürfen Sie schnell bitten? Ah, der Schreiber. Ist der Karl Josef echt schon gekommen? Noch nicht, Herr Baron. Ich führe ihn sobald er kommt, gerade so rein. Herr Baron, ich möchte euch in einer Angelegenheit dringend Ihre Entscheidung und Ihre Unterschrift. Später. Schreiber, später. Ich habe keine Zeit. Jawohl, Herr Baron. Es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Er ist ein Mann geworden, der Karl Josef. Und gleich ein Kind geblieben. Pardon, Herr Baron. Ist mein Sohn jetzt gekommen? Noch nicht, Herr Baron. Tut mir leid, dass ich störe, Herr Baron. Aber die Angelegenheit ist darum sehr dringend und wichtig. Also gut, Schreiber. Es geht um das Fideikommiss von Ihrem Grossvater. Fideikommiss? Schreiber, ich interessiere mich denn für so etwas. Ach, erledige du das. Das ist aber sehr viel Vertrauen, das Sie mir schenken, Herr Baron. Du verdienst es. Danke, Herr Baron. Zum Glück habe ich ihn noch. Er kommt heim. Er kommt heim. Herr Baron. Da wird die Urkunde zum Unterschreiben. Mein lieber Vater! Der Karl Josef! Ein später Schreiber, das hat doch Zeit! Mein Sohn! Mein Sohn! Mein Sohn! Wie freue ich mich, dass du da bist! Gut siehst du aus! Sag, bleibst du für immer? Ja, eigentlich habe ich gedacht, dass ich wieder zurückgegangen, aber es kommt darauf an. Ich muss eine wichtige Angelegenheit regeln. Da müssen wir allerdings noch darüber reden. Ja, später. Komm, erzähl mir zuerst, was du so machst. Du hast noch nie etwas von einer Beförderung geschrieben. Was hast du jetzt für einen Grad? Halt mir, mein lieber Vater! Ja, aber das bist du schon lange. Ja, halt mir, ist kein schlechter Grad. Nein, das nicht. Alle von Roll sind einmal Hauptmann. Aber nachher wird man befördert. Und mit unserem Namen. Wie ist recht? Die Zeit hat sich geändert, Vater. Es ist nicht mehr wie früher. Ja, ja, schon. Aber mit unserem Namen. Vater, ich muss etwas mit dir besprechen. Ich denke, es ist schöner, dass du das gerade jetzt. Ja? Ich kann die letzte Jahre verspielen.
Und? Habe ich dabei Schulden gemacht? Ja, viel Schulden. Ja, sehr viel. Ja, wie viel denn? Hey, ich weiss es doch nicht. Alle, was ich kenne, hat Schuldschein von mir. Und jetzt sind alle zu mir gekommen und haben gesagt, sie gehen vor Gericht, wenn ich nicht so verzeihe. Was? Ruf mir den Schreiber. Schreiber, komm mal hin. Herr Baron. Mein Sohn hat Schulden. Warum und wie viel ist jetzt gleich? Er braucht sofort Geld. Schreib dem Handelsmann Sachsen-Zarau, er müsse uns sofort eine größere Summe Geld bereitstellen. Den genauen Betrag können wir ihm noch mitteilen. Und dass wir ihm Generalvollmacht geben, um den Verkauf von unseren Gütern vorzunehmen. Generalvollmacht, Herr Baron? Ja, das ist best. Aber Herr Baron, wenn Sie erlauben, der Sachser ist so etwas wie ein Betrüger. Ja, Schlossierschreiber. Schlossierschreiber! Ach, ich wollte nicht mehr hören. Gesagt ist gesagt. Gesagt ist gesagt. Fort. Herr Baron!
bin immer vom Gleichen, Herr Baron. Zum Wohl, Herr Baron. Zum Wohl, allerseits. Zum Wohl, Herr Baron. Danke. Gut. Was sieht ihn auch an? Was siehst du mir an? Was sieht ihn an, dass ihn gut geht? Aber sicher, in meinem Alter sitzt man immer so manchmal mit so einer knosprigen Frauenzimmer zusammen. Was, willst du trinken? Kirsch ist mir zu stark. Wirt, ein grosses Glas Elsässer für die Sekunde. Selbstverständlich, Herr Baron. Zum Wohl. Auf welches Wohl, Herr Baron? Danke. Schöne Sekunde. Auch auf dein Wohl. Und? Wie kommst du den Schlag in der Mühle? Nicht schlecht, Herr Baron, wenn ich bleiben kann. Was heisst, wenn ich bleiben kann? Falls ich euch jemand anderen würde verleihen oder verkaufen, Herr Baron. In wem auch? Etwa im Popovic? Nein, nein. Solange ich in der Bernau noch etwas zu sagen habe, bleibst du auf der oberen Mühle. Danke, Herr Baron. Bitte, schöne Sekunde. Und, was komme ich über? Rost, Baron! Rost, du schöne Witwe! Manchmal vergesse ich, dass das Leben schön ist. Uns hat jemand gezeigt. Und wie zeigt sie es? Also? Und jetzt, meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, ich heiße euch alle herzlich willkommen zum heutigen Tag der Freude. Ich darf euch verkündigen, dass am heutigen Tage vor den Traualtar treten Josef Leopold von Roll, Herr zu Bernau, und Sekunda Türki, Herrin zu der oberen Mühle. Verehrtes Brautpaar, Josef Leopold, willst du die hier anwesende Sekunda Türgi zu deiner Gattin nehmen? Ja, gern! Ja, gern! Sekunda Türgi, willst du den hier anwesenden Josef Leopold zu deinem Gatten nehmen? Ja. So möget ihr ein glückliches Paar werden, teilt eure Sorgen miteinander und freut euch an dem, was ihr habt. Bravo! Liebe Sekunda,
liebe Gäste, es ist mir schon lange nicht mehr so wohl ums Herz wie heute. Sekunda ist meine Frau und bleibt meine Frau. Herr Baron, das Essen ist bereit. Danke, Schreiber. Man kann servieren. Ich wünsche guten Appetit, Herr Baron. Danke, Schreiber. Der Schmied kommt, Herr Baron. Sei so gut, Schreiber. Und hilf mir. Tut mir leid, Herr Schmied. Der Herr Baron ist nicht zu sprechen. Er ist verreist in sein Untertanengebiet im Fricktal. Ich bin der eidgenössische Exekutor. Das wissen wir, Herr Schmied. Das haben Sie uns schon manchmal gesagt. Ich bin schon zum nächsten Mal da. Und jedes Mal haltet sich der Baron im Fricktal auf. Herr Baron, Exekutor Schmied, vielleicht melde ich das nächste Mal Ihren Besuch voran an. So wie kommt es noch? Das sind alles Wechsel. Herr Schreiber, ausgestellt von Ihrem Baron. Herr Baron, Exekutor Schmied. Und kein einziger von diesen Wechseln ist deckt. Und wenn der Baron nicht zahlt, bringt jeder von diesen Wechseln ins Gefängnis. Sagt es Ihrem Herr Baron. Hilf mir, Der Herr Baron befand sich noch auf österreichischem Territorium bei unserem Eintreffen. Wir haben nämlich den Herrn Kollegen Schmied aus der Schweiz beobachtet, wie er das Schloss betrat und haben daraus gefolgert. Wenn der dämliche Schmied im Schloss ist, so befindet sich der Baron auf österreichischem Territorium. Und jetzt heraus mit ihm! Die Schuldenlast des Herrn Barons schreit ja zum Himmel! Die Gläubigen wollen ihr Recht auf Schilling und Groschen, und zwar hier und jetzt! Nur über meine Leiche, Befehl, meine Herren! Befehl ist Befehl! Geben Sie uns jetzt den Weg frei! Meine Herren, sind Sie eigentlich Beamte einer anarchistisch-revolutionären Republik, wo Adlige zu Hunderten und Tausenden gedemütigt, verhaftet, eingesperrt und geköpft werden wie in Frankreich? Oder sind Sie Beamte der altehrwürdig österreichisch-habsburgischen Monarchie, für die die Familie von Roll im Laufe der Geschichte Blut verspritzt hat und wo der Respekt vor dem Adel, ja die Heiligkeit und Unversehrtheit des adligen Leibes noch gilt? Antworten Sie! Herr Schreiber, als aufrechte Beamte unseres verehrten und geliebten kaiserlich-königlichen Monarchen stellen wir fest, die Argumente des Herrn Schreibers sind beherzigenswert. Wir werden sie an geeigneter Stelle vorbringen. Stellen Sie einstweilen dem Herrn Baron unseren Respekt. Thank you.
Hallo? Ist jemand da? Schreiber, es sind Leute hier. Schreiberli, ist jemand da? Was möchtet ihr? Hallo? Hörst du etwas? Komm, was möchtet ihr? Nur auf die Zukunft. Gehen wir auf. Gut. Gehen wir hier. Wir werden Schloss kaufen. Schloss ist nicht zu verkaufen. Ja. Da lassen wir nicht von euch kaufen, sondern vom Herrn Baron. Doch. So, ja. Was bietet ihr denn an? Wir haben gedacht, wir finanzieren dem Herrn Baron. Schöne, aufwendige Beerdigung. Ja. Wie sieht es von Herrn Van der Ooy gehört? Herr Baron, ich möchte wissen, was mit seinem Schreiben passiert, wenn das Schloss verkauft ist. Dir geben wir Rentenschreiberli. Weg so. Jahrelang haben wir die Knechtschaft müssen erdulden. Wer geht jetzt? Scheiß! Weg! Abbruch! Aber wir sind bereit, Hans! So! Hans! Hey! Hey! Jawohl! Jawohl! Wuhu! Da! Komm, der haben wir auch noch mit. Den da haben wir jahrzehntelang gewartet! Jetzt ist es so weit! Ja! Jawohl! Hey! Jetzt warten wir nicht! Hey, jetzt ist Revolution! Die Franken brennen die Schlösser! Aber wir haben es da innen schön! 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 Es geht jetzt nicht um Schön, es geht um Gerechtigkeit. Jahrhunderte lang sind die Leute geknechtet worden. Und jetzt machen sie alles, was an den Adel erinnert, kaputt. Hey, du spinnst!